Ja, ich heiße Arnold Schnittger, ich bin 68 Jahre alt und ich habe einen mehrfach schwerstbehinderten Sohn, Nico, den ich versorge und den ich seit 25 Jahren pflege. Ich bin jetzt 68 Jahre alt und ich weiß nicht, wie lange ich meinen Sohn noch versorgen kann. Und irgendwann wird mein Sohn völlig allein sein und ich möchte versuchen, Rahmenbedingungen zu schaffen, die ihm ein würdiges Leben auch im Alter ermöglichen. Meine Hoffnung ist, ein bisschen Solidarität für die Pflegenden, aber auch für die zu Pflegenden zu erreichen. Und das funktioniert nur, indem wir Druck auf die Politik ausüben, indem wir einen Schulterschluss üben mit denen, die pflegen, und zwar unabhängig, ob sie zu Hause pflegen oder ob sie in einer Einrichtung pflegen. Wir gehören alle ins selbe Boot. Wir haben alle erbärmliche Rahmenbedingungen. Die Rahmenbedingungen werden immer schlechter und deswegen ist es wichtig, dass wir uns empören, dass wir dagegen aufstehen, dass wir uns engagieren und dass wir uns bewegen. Denn nur wer sich bewegt, kann etwas bewegen.